Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Modul der Einführung zum systemischen Agile Coach. Als Agile Coach wirst du mit vielen herausfordernden Situationen mit Menschen und zwischen Menschen zu tun haben. Um Veränderungsprozesse zu verstehen und die eigenen darin einordnen zu können, möchten wir dir die Heldenreise vorstellen. Ursprünglich ein Format des Storytellings, hier benutzt, um den Verhaltens- und emotionalen Mustern in Veränderungen ein Bild und einen Anker zu schenken. Ich möchte in diesem Video näher verdeutlichen, was unser Verständnis in der Kommunikation mit anderen Menschen prägt. Das sind zum einen Wahrnehmungsfelder zwischen Sender und Empfänger, die sich teilweise anhand von Sprache erkennen lassen. Und zum anderen Interpretationen, die du schon aus der Einheit selektives Wahrnehmen kennst. Sich dieser Filter bewusst zu werden, ist wichtig, um zu verstehen, dass unser Denken und Zuhören durch sie eingefärbt wird. Und in Situationen, wo Missverständnisse auftreten, prüfen zu können, ob sie vielleicht eine Ursache dafür sind. Ich werde erläutern, welche Gegebenheiten dafür zuträglich sind. Du wirst also erfahren, welche strukturellen Dinge du beachten solltest, um Führung in agilen Umfeldern zu ermöglichen. Zunächst schauen wir gemeinsam darauf, was es bedeutet, ressourcenorientiert zu arbeiten. Du erfährst, auf welchen Ebenen das möglich und sinnvoll ist, und du lernst eine Interviewtechnik kennen, die dein Gegenüber dazu verleitet, eine positive und lösungsorientierte Sprache zu verwenden. Wir möchten dir hierfür abschließend ein paar Beispiele geben und wir laden dich ganz herzlich dazu ein, diese, wo es dir möglich ist, mal auf den eigenen Kontext zu transferieren oder sie als Orientierung zu nutzen, um eigene Beispiele zu finden.